Die neue Mercedes-Benz E-Klasse und der neue CLA. Die neuen. Ungezähmt und in Bestform. In Ihrem Autohaus Allgäu in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Schon das 19. Türchen öffnen wir heute in unserem Adventskalender. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zur Donnerstagsausgabe von TV Allgäu Nachrichten. Letzter Beschluss vor der Weihnachtspause. Bezirkstag stimmt über Haushalt 2014 ab. Stars des Mittelstandes. Erfolgsrezept zweier Allgäuer Unternehmen in Buch verewigt. Und Dosierung ist alles. Memminger Landwirtschaftsschule gewinnt Preis für nachhaltiges Waschen. Die meisten Betriebe verabschieden sich so langsam in die Weihnachtspause. Viele Allgäuer haben schon Urlaub. Auch der Schwäbische Bezirkstag tagte zum letzten Mal in diesem Jahr im Kloster Irsee. Doch Feiertage hin oder her, die Abgeordneten hatten sich für heute viel vorgenommen. Der Haushalt für 2014 musste verabschiedet werden. Letzte Abstimmungen kamen noch auf den Tisch. Auch wenn die Abgeordneten schon ihre Geschenke bekommen haben, vor der Weihnachtspause wartete noch einiges an Arbeit auf die Bezirkstagsmitglieder. Heute zum Jahresabschluss hatten sie sich ein schwieriges Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Der Haushalt für 2014 sollte verabschiedet werden. Für viele Anwesende war es das erste Mal, dass sie bei einer solchen Entscheidung dabei waren. Sie wurden erst im Oktober in das Gremium gewählt. Doch man habe sich inzwischen schon gut eingespielt, bestätigt Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert. Wir haben natürlich viele Kollegen, die waren schon in der letzten Periode dabei, die kennen sich natürlich aus. Die neuen Kollegen müssen sich manchmal sachlich noch einarbeiten, die sind an jeder Stelle. Aber das dauert halt ein Jahr, bis man einmal ein ganzes Jahr erlebt hat, 12 Monate. Und einmal Haushaltsberatung auch im Detail in der Entstehung schon mitbekommt. Das ist natürlich bei der Neugründung immer etwas schwieriger. Aber wir haben ja einen guten Beschluss auch zusammengebracht. Und die Themen, die heute noch strittig waren, die sind ja eigentlich ganz kleine Details des Haushalts, deshalb auch nicht sehr gewichtig. Tatsächlich herrschte heute große Einigkeit zwischen den Fraktionen. Nur zwei Themen sorgten für Diskussionsstoff. Zum einen ist ein neuer Parkplatz am Museum in Oberschönefeld geplant. Das beruhige die Verkehrssituation dort aber nicht, beklagen Bündnis 90 die Grünen. Weiterer Streitpunkt, das geplante Schützenkompetenzzentrum im Bauernhofmuseum Illerbeuren. In der Vergangenheit seien schon öfter Verbrechen mit illegal genutzten Waffen aus Schützenvereinen verübt worden. Daher sollte man dieser Sportart keinen Museumsteil widmen, forderten manche Abgeordnete. Und wir haben das positiv aufgegriffen, haben gesagt, man muss ja gerade, weil so viele junge Menschen auch Schützensport betreiben und das ja nur Ausnahmen sind, wo mal was passiert im Grunde genommen, dieses Thema trotzdem gesellschaftlich, politisch aktualisiert diskutieren und dann in eine positive Richtung bringen. Ich finde, es ist genau das Gegenteil, es ist eine sehr große Bereicherung, auch mit diesem Ansatz der Schulungsarbeit, die wir damit haben, also ein starkes Stück Schwaben, das Tradition bewahrt, aber den Blick nach morgen hat und die gesellschaftlichen aktuellen Themen mit aufgreift. Ich finde, das eine hervorragende Geschichte ist. Trotz Gegenstimmen von Grünen, ÖDP, Linken und Piraten konnte nach knapp 2 Stunden Sitzung der Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet werden. Und der enthält zum ersten Mal seit Jahren einen Überschuss. Mehr als 620 Millionen Euro hat der Bezirkstag 2014 zur Verfügung. Doch den Abgeordneten bleiben bei den Ausgaben nur wenige Gestaltungsmöglichkeiten. Das Geld wird zu 95% in Sozialausgaben fließen, unter anderem um die beschlossenen Inklusionsvorgaben umzusetzen. Dennoch gehe man mit einem guten Gefühl in das neue Jahr, so Reichert. Für die Zukunft wünsche man sich weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit Bund und Land. Wenn wir das Land natürlich in die Pflicht nehmen, auch die Kommunen zu unterstützen und zu entlasten, gerade im Sozialbereich, da würde ich mir wünschen, dass das auch im Jahr 14 und 15 verstärkt diskutiert wird und dann wirklich auch umgesetzt wird, mit Bund, Land und Kommunen Hand in Hand sich den Aufgaben verantwortungsbewusst annehmen, für Menschen mit Behinderung, für Menschen, die oft auf der Schattenseite stehen, ein menschenwürdiges Dasein zu schaffen. Und da sind wir ein wichtiger Partner als Bezirk Schwaben. Zum Jahresabschluss wurde Alfons Weber, stellvertretender Bezirkstagspräsident und Bürgermeister von Marktrettenbach, für seine Arbeit im Gremium geehrt. Und dann ging es auch für die Abgeordneten in die ersehnte Weihnachtspause.
Analysten, Wissenschaftler und Journalisten beschäftigen sich gerne mit den Erfolgsrezepten großer Konzerne und fragen sich, wie können solche Firmen so erfolgreich sein? Was dabei oft vergessen wird, sind die kleinen, mittelständischen Unternehmen, die auch äußerst erfolgreich sind und ihre ganz eigenen Konzepte haben. Der Autor Kai von Fournier hat nun ein Buch über diese Unternehmen verfasst, in dem auch zwei Allgäuer Unternehmen vertreten sind. Exzellente Unternehmen, die verborgenen Stars des Mittelstands. So heißt der zweiteilige Band des Autors Kai von Fournier, in dem erfolgreiche Firmen porträtiert werden. Die zwei beteiligten Allgäuer Unternehmen UWT und die Brauerei Zöttler präsentierten gestern das Buch. Beim Porträt der Firma UWT wird die Verbundenheit mit dem Allgäu hervorgehoben. Diese Identifikation mit der Heimat spiegelt sich auch im Marketing des Unternehmens wider. Ja, Marketing ist für uns, wir wollen andersartig sein, eine Andersartigkeit auch zeigen. Das kann man natürlich mit unserer schönen Gegend hier im Allgäu sehr gut. Wir vertreiben unsere Geräte weltweit. Also unsere Kunden sind eigentlich nicht in der Region angesiedelt, sondern Deutschland, Europa, weltweit. Wir liefern in 50 Ländern. Und da kann man das sehr positiv besetzte Allgäu natürlich hervorragend in dem Bereich Marketing einsetzen und vor allem die positiven Assoziationen mit Gesundheit und diesen schönen Gegenden, schönen Berge, die wir natürlich auch in der Freizeit gerne nutzen, den Kunden und auch den potenziellen Mitarbeitern nahebringen. Bei Zöttler wird in dem Buch die Familientradition hervorgehoben. 1447 wurde die Privatbrauerei Zöttler gegründet. Heute wird das Unternehmen in der 20. Generation von Herbert Zöttler geführt. Familientradition wird in der Brauerei eben großgeschrieben. Hat natürlich das Thema Tradition und auch das Thema Familientradition natürlich einen großen Anteil. Eigentlich, das zieht sich durch den ganzen Betrieb durch unsere strategischen Überlegungen, durch dem, wie wir mit Mitarbeitern, wie wir mit Kunden umgehen. Das Thema Wertschätzung spielt bei uns eine große Rolle. Freundschaften pflegen und ja, von daher kommen immer wieder auch diese Familienwerte durch. Und wir haben auch sogenannte Zöttlerwerte für unsere Brauerei zusammen mit unseren Mitarbeitern formuliert und versuchen die auch dann auch zu leben. Und das ist eigentlich das, was Spaß macht. Für das Buch wurden nur die Firmen ausgewählt, die laut Autor 7 Grundsätze richtig umsetzen. Ethik, Führung, Marketing, Strategie, Management, Service und Gesundheit. Das Allgäu kann stolz sein, mit 2 Unternehmen vertreten zu sein. Bevor es in die Weihnachtsferien geht, haben die meisten noch viel zu tun. Auch unsere Politiker haben noch einiges auf den Schreibtischen liegen. Und jetzt noch ein 6-seitiges Papier mehr. Theo Weigel, der Ehrenvorsitzende im Bayerischen Landtag, hat seinen CSU-Ehrenkodex vorgelegt. Nach der Beschäftigungs- und Verwandtenaffäre, die den Landtag vor einigen Monaten gehörig gebeutelt hatte, war er ja beauftragt worden, Verhaltensregeln für seine Partei aufzustellen. Weigel fordert nun, dass öffentliche Aufgaben und privater Nutzen nie vermischt werden sollen. Bei Reisen solle geprüft werden, ob sie notwendig sind und ob wirklich Familienmitglieder mitreisen müssen. Dienstautofahrten sollen auf das Nötigste beschränkt sein, ebenso die Anschaffung von technischen Geräten. Geschenke sollen abgelehnt werden, wenn sie den Eindruck erwecken könnten, mit dem Mandat in Zusammenhang zu stehen. Vorbild für Weigels Ehrenkodex sind Regeln, die in den meisten Unternehmen schon gang und gäbe sind. Und gleich bei uns, der Zoll am Allgäu Airport muss zurzeit größere Mengen Fleisch aus dem Verkehr ziehen. Vor allem aus osteuropäischen Ländern wird das Fleisch eingeführt, offenbar für den Weihnachtsverzehr. Außerdem, in Garmisch durfte er nicht, aber in Oberstdorf schon. Eine Skispringlegende wagt nochmal den Sprung bei der Vierschanzentournee. Alle Einzelheiten gleich in den Meldungen des Tages. Tesla. Wir liefern Energie für Ihr Zuhause.
zu günstigen Tarifen und fairen Konditionen. Wir sind immer da, wo Sie uns brauchen. Ob Heizöl, Strom, Erdgas oder Pellets. Wir sind ein Partner, auf den Sie sich verlassen können. Wir sind der Energielieferant für das Allgäu. Bergkäserei Weizern. Hausgemachte Käsespezialitäten aus frischer Heumilch, auch laktosefrei, zu fairen Preisen. Schauen Sie unseren Sennern bei der Arbeit über die Schulter oder genießen Sie eine herzhafte Brotzeit. Bergkäserei Weizern. Wir machen Käse. Noch nicht in der richtigen Weihnachtsstimmung? Dann lassen Sie sich verzaubern von der russischen Weihnachtsrevue Iwuschka. Erleben Sie magische Wintermomente und bewegende Gesänge sowie akrobatische Höchstleistungen der Tänzer. Infos unter iwuschka.de. Kartenvorverkauf bei der Kurverwaltung Bad Wörishofen und München-Ticket. Das Pilobolus Dance Theater aus den USA inszeniert mit spektakulären Performances die poetische Geschichte Shadowland. Mit fantasievollen und perfekt dargestellten Schattenfiguren ziehen sie das Publikum in ihren Bann. Ein Spektakel, das man auf keinen Fall verpassen darf. Das perfekte Weihnachtsgeschenk. Tickets und Infos unter bigboxallgäu.de. Die Meldungen des Tages. Der Zoll beschlagnahmt derzeit am Allgäu-Airport in Memmingen überdurchschnittlich viel Fleisch. Seit Anfang des Monats wurden bereits 33 Kilogramm Fleisch und Fleischprodukte konfisziert, zuletzt eine 3,5 Kilo schwere Rinderhaxe. Ein Ukrainer konnte dafür keine Unterlagen vorlegen, die eine Unbedenklichkeit des Fleisches belegen konnten. Jetzt muss er die Kosten für die Vernichtung und Entsorgung des Fleisches bezahlen. Laut Zoll bringen gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit viele Fleischprodukte, vor allem aus osteuropäischen Ländern, mit. Wir denken aber nicht, dass diese verderben können, wenn sie nicht gekühlt werden oder dass Tierseuchen nach Deutschland eingeschleppt werden könnten. Das Kemptener Landgericht hat jetzt einen 56-jährigen Ostallgäuer vom Vorwurf der sexuellen Belästigung freigesprochen. Das Amtsgericht Kaufbeuren hatte ihn noch im September zu 10 Monaten Haft verurteilt. Dagegen hatten seine Anwälte Berufung eingelegt. Jetzt verstrickte sich das vermeintliche Opfer bei der Aussage in Widersprüche. Die Richter sprachen den Mann von dem Vorwurf frei, die 50-Jährige am Rande einer Betriebsfeier sexuell belästigt zu haben. Die Bundeswehrreform wirkt sich schon jetzt auf den Fliegerhorst in Kaufbeuren aus. Ab dem 1. Januar wird die Technische Schule der Luftwaffe in die Einrichtung im niedersächsischen Fassberg integriert. Sie wird dann nicht mehr als eigenständiger Standort, sondern nur noch als Außenstelle geführt. Ein entsprechender Appell hat jetzt stattgefunden. Die vor allem organisatorische Umstrukturierung ist ein Vorbote des kompletten Abzugs der Bundeswehr aus Kaufbeuren. Dieser soll bis zum Jahr 2017 erfolgen. Der Landkreis Ostallgäu verbessert den Hochwasserschutz seiner Gemeinden. Der Kreis hat jetzt 2 Schutzmaßnahmen in Pfronten und in Biedingen genehmigt. In Biedingen wird das vorletzte von 10 Rückhaltebecken im Bereich der oberen Gennach entstehen. Die Faule Ach bei Pfronten soll tiefer gemacht und teilweise ausgeweitet werden. Außerdem sind neue Brücken zur bislang noch hochwassergefährdeten Sonnenplatzsiedlung geplant. Die jetzt in Biedingen und Pfronten genehmigten Baumaßnahmen kosten zusammen etwa 4,2 Millionen Euro. Der Gemeinderat in Schwangau hat bereits zum zweiten Mal einen Masten für den digitalen Behördenfunk auf der Bleckenau abgelehnt. Das Gebiet sei das Schönste, was Schwangau vorzuweisen habe. Es müsse auch Gebiete geben, die nicht erschlossen werden, so die Räte. Sie fürchten unter anderem negative Auswirkungen auf Weidetiere durch die Strahlung. Außerdem sei der Aufwand für die Stromversorgung der Anlage nicht wirtschaftlich. Die Zukunft des ehemaligen Praktika-Baumarktes in Memmingen ist nach wie vor offen. Bislang hat sich offenbar kein Interessent gemeldet, der die Räumlichkeiten übernehmen will. Besser läuft es da in Kempten. Dort eröffnet in den nächsten Tagen ein TUM-Baumarkt. 50 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Ein Großteil arbeitete auch schon für den insolventen Praktikermarkt, der vorher in den Räumlichkeiten untergebracht war.
Der EU-Förderbescheid für ein besonderes Inklusionsvorhaben im Oberallgäu und in Kempten ist heute übergeben worden. Knapp 2 Jahre erhält das Projekt Meine Gemeinde – Heimat für alle Menschen Mittel aus dem europäischen LEADER-Programm. Es übernimmt die Hälfte der Kosten von insgesamt gut 56.000 Euro. Der Start ist für Anfang Januar geplant. Wir wollen eigentlich insgesamt eine Teilhabe von allen Menschen mit Handicap, die auch vom Hintergrund her ist, einfach ein bisschen schwerer haben. Man darf auch ansprechen, hier Personen mit Migrationshintergrund. Auch hier ist der Ansatz, dass man einfach diesen Personen ermöglicht, ja, dass sie einfach an unserem gesellschaftlichen Leben hier im Oberallgäu vor Ort teilnehmen können, wie jeder andere auch. Gemeinsam mit dem Caritasverband Kempten-Oberallgäu sollen dafür soziale Projekte besser vernetzt werden. Geplant ist außerdem, eine eigene Internetseite einzurichten sowie Helfer auszubilden. Jede Gemeinde wird sich mit diesem Thema oder mit den Fragen zu diesem Thema auseinandersetzen müssen. Und es ist doch sinnvoll und gut, wenn hier aus einem Erfahrungsschatz der anderen Orts gewonnen wurde, auch Erfahrungen herausgenommen werden können. Und deswegen glaube ich, dass das, was jetzt gesammelt wird, in 1,5 oder in 2 oder in 5, in 10 Jahren sehr, sehr wertvoll sein wird. Auch nach dem Ende der Förderzeit soll das Projekt nach Möglichkeit weiter fortgeführt werden, so die Hoffnung der Beteiligten. Vorläufiger Schwerpunkt des Engagements wird voraussichtlich der Landkreis Oberallgäu sein. Der Juniorchef einer Bäckerei in Betzigau hat jetzt einen Einbrecher auf frischer Tat gestellt. Er hielt den Mann fest, bis die Polizei kam. Die ermittelte und wies dem 47-Jährigen einen weiteren Einbruch nach. Dabei hatte der Mann aus Obergünzburg in Schrattenbach mehrere hundert Euro erbeutet, auch in einer Bäckerei. Die Staatsanwaltschaft stellte keinen Antrag auf Untersuchungshaft, weil der Mann geständig war und einen festen Wohnsitz sowie eine gesicherte Arbeitsstelle vorweisen kann. Der britische Kultskispringer Eddie the Eagle kehrt auf die Schanze zurück, und zwar in Oberstdorf. Im Vorprogramm der Vierschanzentournee wird er sich mit den Skisprung-Kids des SC Oberstdorf messen. Eddie the Eagle hatte vor Wochen im Fernsehen erklärt, er wolle noch einmal bei der Vierschanzentournee an den Start gehen. Ursprünglich wollte der 50-Jährige beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen als Vorspringer an den Start gehen. Das hatte der internationale Skiverband FIS jedoch aus Sicherheitsgründen abgelehnt. Eddie the Eagle war bei den Olympischen Winterspielen 1988 in Calgary vor allem wegen seines ungewöhnlichen Flugstils bekannt geworden. Meist landete er als Letzter. Ja, die winterlichen Verhältnisse in Oberstdorf sind ja zur Vierschanzentournee gesichert. Wie es mit den winterlichen Verhältnissen ansonsten aussieht, soll jetzt der Wetterbericht klären. Das Wetter mit dem Allgäu-Outlet Sonthofen. Topmarken für jedes Wetter. Heute Abend fängt es an zu regnen. Nachts muss im Unterallgäu mit Schneeregen gerechnet werden. An den Bergen schneit es bei 2 Grad. Auch morgen bleibt es unbeständig. Zeitweise ist Schneefall bis ins Flachland möglich. Nachmittags wird es ebenfalls nass. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 3 und 5 Grad. Gegen Abend lockern die Wolken auf und die Sonne zeigt sich. Zeitweise fallen noch ein paar Schneeflocken. Das Wochenende startet meist sonnig. Samstag ist es anfangs im Unterland und am Bodensee neblig. Am Sonntag wird es wechselhaft und windig. Gebietsweise regnet es. Die neue Woche beginnt dann trocken. Es ist teils sonnig, teils bewölkt. Am Bodensee werden Höchstwerte von bis zu 9 Grad erreicht.
Etwa 700.000 Tonnen Waschmittel pro Jahr schütten die Deutschen in ihre Waschmaschinen. Mehr als 250 Mal jährlich läuft die Trommel pro Haushalt. Die meisten Verbraucher bekennen sich zwar zum Umweltschutz, aber wie Waschen denn nun wirklich am ökologischsten ist, werden wohl die wenigsten genau wissen. Das Forum Waschen veranstaltet jedes Jahr einen bundesweiten Aktionstag, in diesem Jahr unter dem Motto Nachhaltig waschen. Die Schüler der Landwirtschaftsschule Memmingen haben sich mit einem Projekt zum Thema beworben und dafür sogar einen Preis erhalten. Schüttest du noch oder dosierst du schon? Das war das Motto des Projekts der Landwirtschaftsschule Memmingen. 20 Schülerinnen erarbeiteten das Projekt. Die zentrale Frage dabei, wie dosiere ich das Waschmittel richtig? An einem Aktionstag informierten die Schülerinnen dann an einem Stand über den richtigen Einsatz von Waschmittel. Ihr Ziel, das Wissen über nachhaltiges Waschen weitergeben. Ich hatte am Vormittag nur eine Stunde Dienst. Ich war ziemlich ganz am Anfang. Am Anfang war es ein bisschen schleppend. Die Leute sind manche echt ganz schnell vorbei, so ich sehe und höre nichts, schnell vorbeigerannt. Und wenn jemand ein bisschen interessiert, langsamer gelaufen ist, bin ich auf ihn zugegangen und habe einfach mal gefragt, schütten Sie eigentlich das Waschmittel nach Gefühl in die Waschmaschine oder wie machen Sie das? Und dann war schon der Einstieg da und dann sind ganz interessante Gespräche dabei entstanden. 130 Bewerber nahmen deutschlandweit an dem Wettbewerb des Forum Waschen teil. Die Landwirtschaftsschule Memmingen gewann dabei den Preis in der Kategorie Bildung und einen Sonderpreis für das beste Motto. Das Projekt war Teil des Unterrichts und wurde dort in Gruppen erarbeitet. Grundsätzlich ist Inhalt der Landwirtschaftsschule Abteilung Hauswirtschaft, dass ein Projekt praktisch durchgeführt wird, dass man die verschiedenen Arbeitsmittel kennt, dass man planen kann, dass man die Katastrophen, die kommen können oder auch nicht, im Auge hat. Und es war ein schönes kleines Thema, das sich für so ein Unterrichtsprojekt geeignet hat. In der schuleigenen Waschküche demonstrierte die Schülerin Nicole Streit nach dem Pressegespräch, wie man das Waschmittel richtig dosiert. Schon beim farblichen Sortieren und Befüllen der Waschmaschine muss auf eines geachtet werden, das Gewicht der Wäsche. Nachhaltige Dosierung hängt aber von verschiedenen Faktoren ab. Nachhaltig ist heutzutage so breit belegt. Nachhaltiges Waschen heißt, das richtige Waschmittel einsetzen, mit der richtigen Temperatur waschen, den Verschmutzungsgrad der Wäsche richtig einschätzen können und auch die Füllmenge der Waschmaschine richtig beurteilen können. Sind der Verschmutzungsgrad und die Wasserhärte bestimmt, kann auf der Verpackung ganz einfach die Menge des benötigten Waschmittels abgelesen werden. Dafür gibt es auf den meisten Verpackungen sogar eine Tabelle. So ist garantiert, dass kein Waschmittel verschwendet wird. Und jetzt aber endlich zum vorweihnachtlichen Teil der Sendung. Wir öffnen wieder ein Türchen im Adventskalender. Drin sitzt heute wieder ein Mundartdichter. Sein Werk heißt Klopferstag. Manfred Kraus verrät uns jetzt, was genau er dazu zu sagen hat. Die TV Allgäu Adventsversler werden präsentiert von Zöttler Braukunst. Gewidmet den Allgäuer Sagen. Wo ich hingekommen bin, hat es einfach nur der Klopferstag gegeben. Ich meine, den hat es mir eigentlich weit verbreitet gegeben. Jetzt im oberen Mindeltal weiß ich bloß noch das Egelhofer zwischen Mindelheim und Pfaffenhausen, das kennt durchs Dorf gegangen. Wir sind in der Adventszeit allerweil durchs Dorf gegangen am Klopferstag. Holla, holla, Klopferstag, schüttelt Äpfelbierer an, Äpfelbierer Nusse, der Klopfer staut schon draussen. Lang ist's her. Da sind vor Weihnachten mir Kind am guten alten Klopferstag durch Kälte, Eis und Schnee. Mit kleinen Rupfersäck und Feistling an der Hand. All Jahr auf unserem Weg durchs Dörfle quer. Von dir zu dir sind mir mit großen Kinderaugen gezogen, haben die Lebzeiten aufgerührt und Äpfel, Bierer, Nusser. Dick sind dir mal Flocken durch die Winterkaltluft geflogen.
Der Klopfer hat sein Sprichler gesagt, und schon war er draußen. Riebig sind die Zeiten gewesen, einfach und kein bisschen fett. Sie gehen mir auch mit jetzt allbot nach einer Blange. Zweiter steht so viel wie heut, haben mir det ket. Und dran wäre, mein ich, ist Eisgau besser gegangen. Verschwunden und vergessen ist der Klopferstar. Mit ihm ist mir ein alter Brauch verkommen. Ich frage jetzt, auch wenn es für die Katze ist, dass ich sah. Wieso haben wir dafür einen Haufen Schmarrer übernommen? Unser Adventsversler. Drei haben wir noch für Sie bis Weihnachten. Das große Fest rückt näher. Und auch die große Frage, gibt es weiße Weihnachten? Der Frage gehen wir morgen mal mit Expertenhilfe nach. Außerdem macht mein Kollege Boris Weltermann einen Besuch beim Trommlerzug Lindau-Eschach, dem unverhofften Gewinner bei der jüngsten Landesmeisterschaft. Überzeugt haben Sie mit selbst komponierten Stücken und natürlich mit einer beachtlichen Lautstärke. Das alles und mehr am Freitag. Und ich gebe jetzt noch ab an meine Kollegin Julia Tremel-Thalkofer mit einer neuen Ausgabe des Trauerratgebers. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und kommen Sie gut in den Freitag. Der Trauerratgeber, präsentiert von Bestattungen Bayer in Memmingen. Die Emotionen stehen dieses Mal im Mittelpunkt unseres aktuellen Trauerratgebers. Und dazu darf ich jetzt Frau Sabine Edmüller begrüßen. Frau Edmüller, wie können Sie denn hier im Haus des Abschieds Menschen, die gerade trauern, die gerade sehr viele schlechte Emotionen haben, die einfach jemanden vermissen, traurig sind, aus ihrem Alltag herausgeschmissen wurden, unterstützen? Wir gehen bei uns auf die Menschen, die in so einer Ausnahmesituation stehen, mit Respekt und Verständnis zu. Wir versuchen, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, mit Farbe, mit Blumen, mit Musik, dass die Menschen also einfach eine Wohlfühlatmosphäre einfach haben und so einfach das ein bisschen abgedämpft wird, diese schweren Emotionen. Muss man dabei Kindern nochmal ein besonderes Fingerspitzengefühl an den Tag legen, wenn die Kinder jemanden verloren haben, der ihnen viel bedeutet hat? Bei Kindern muss man insofern ein besonderes Fingerspitzengefühl an den Tag legen, dass man mit Kindern ganz natürlich umgeht. Kinder trauern natürlich und sind noch nicht so wie viele Erwachsene so verstellt. Je ehrlicher man mit Kindern umgeht in dieser Situation, desto besser ist es auch für die Kinder und sie verstehen es auch besser. Und was auch ganz wichtig ist, dass man Kinder mit einbezieht. Einfach nicht außen vor lässt, sondern sie mit einbezieht in die eigene Trauer, sie eventuell auch manche Dinge mitentscheiden lässt, sodass sie sich nicht ausgestoßen fühlen oder abgeschoben und alleingelassen, sondern dass sie merken, sie sind auch in ihre Trauer angenommen. Wenn man sich in so einer Situation befindet, wo kann man zu diesem Thema Informationen und Hilfe bekommen? Können vielleicht auch Sie hier im Haus des Abschieds helfen? Wir können Ihnen einfach auch Adressen nennen, wo Sie sich hinwenden können. Kinderärzte, Kinderpsychologen, Kriseninterventionsteam. Es gibt auch sehr schöne Kinderbücher, zu diesem Thema, die einem da auch weiterhelfen können. Vielen herzlichen Dank für diese Informationen, Frau Edmüller. Im nächsten Monat gibt es wieder eine Ausgabe vom Trauerratgeber. Dann geht es um die Bedeutung der letzten Ruhestätte.